Namaste. Kommt hier, ich möchte mich ganz tief vor euch verbeugen, vor eurem Sein, vor dieser Göttlichkeit, die hier auf den Stühlen sitzt. Ganz schön. Genau, hört man mich jetzt auch von der Lautstärke gut? Ist es so? Ja? Sonst nochmal Bescheid sagen, dann drehen wir noch ein bisschen auf. Ja, dann fange ich wieder mit dem Lied an, zum Einschwingen. Und was hier für heute kam, ist ein englisches Lied. Also ich sage kurz, worum es geht, wenn jemand kein Englisch versteht. Es heißt Gratitude, also Dankbarkeit. Und es kam so auch, also jetzt als letzter Tag dieses wunderschönen Festivals, was hier für eine große Dankbarkeit da ist, dass ich dabei sein durfte und hier mit euch diesen Raum, diesen heiligen Raum teilen konnte und immer noch kann, heute jetzt. Und ja, und es geht auch in die Richtung, was so mein Anliegen ist und was da für heute kommt, diese Dankbarkeit für alles, was gerade ist, ja, und das ist vielleicht gerade momentan manchmal ja, da ist so viel Neues, so viel auch Herausforderungen, gerade jetzt in dem ganzen Covid-Szenario, sage ich jetzt mal, ja, und dass man da ganz leicht auch eben in, ja, einfach, sagen wir mal, schwieriger emotionale Richtungen abdriften kann durch einen selber, was einen da triggert oder auch, weil das Umfeld da irgendwie, da eben auch gefordert ist. Und da einfach wieder zurück zur Dankbarkeit für das, was wir haben und nicht so sehr den Fokus für, was gerade vielleicht nicht so ist, was vorher schon anders war, aber jetzt halt gerade in diesem Moment eben nicht möglich zum Beispiel ist. Hallo. Of love. As soon as you give up your attitude and say of life. There can be so much gratitude. As soon as you give up your attitude and say thank you for this life. Genau, ich sage gleich nochmal was zu dieser Dankbarkeit, will nur gleich am Anfang schon heute sagen, dass auch Fragen ganz herzlich willkommen sind, wenn da was bei euch ist. Ist hier gerne da Raum dafür. Genau, ich merke auch schon jetzt durch dieses Lied, dass da jetzt auch ganz viel Dankbarkeit im Raum ist, aber da ist auch was Schweres mit reingekommen, zum Teil bei manchen, wo das so vielleicht auch noch ein bisschen überlagert ist, diese Dankbarkeit, was ganz natürlich ist in der heutigen Zeit. Ja, das ist ja wirklich sehr neu alles. Und ich möchte euch wirklich einladen, das alles wirklich hier sein zu lassen, alle vielleicht Traurigkeit oder alles, was noch nicht in dieser Dankbarkeit ist. Also wirklich, wenn es schon bei dir alles total dankbar ist, was wunderbar ist, herzlich willkommen hier, ja, aber eben auch wenn es noch nicht der Fall für dich ist, dann das auch bitte einfach da sein lassen. Das darf da sein, ja nicht, ah, ich muss jetzt dankbar sein und bin es aber eigentlich gerade gar nicht. Ja? Alle diese Schwere, dieses, oh, ja, so, also kommt wirklich so einfach dieser Klang, dieses, oh, ja, das alles darf da sein. Genau. So richtig einfach. Ja, wie wenn man vielleicht so, jeder kommt ja mit so seiner Tasche an, gefüllt mit Emotionen und Gedanken und Themen. So wie wenn man jetzt dieses ganze Schwere mal aus dem Rucksack auspacken darf, ja, und wirklich hier so in die Mitte stellen darf. So wie wenn wir jetzt im Kreis sitzen würden und das darf da einfach mal ausgepackt werden. Und vielleicht ist schon noch auch das Gefühl da, das ist jetzt meine Schwere oder das ist mein Thema da. Das ist auch in Ordnung, ja, also das muss nicht gleich sich auflösen und verschwinden, aber es ist schon mal nicht bei dir auf den Schultern, es ist schon mal da so auf der Mutter Erde, die das dann für uns trägt. Und auch alle Widerstände, alles, ja, wirklich alles, was da gerade nicht in der Harmonie ist, ja, wirklich alles auspacken, alles darf hier hingelegt, hingeworfen werden, ja, wirklich alles ist hier Platz dafür. Und schau mal, ob in diesem Energiefeld hier diese Schwere schon so wie in lauter kleine Atome sich zerteilen darf. Ja, wie wenn das so alles ein bisschen durchlässiger wird. Ja. Vielleicht ist da noch dieses Bündel an Themen, an Schwere, aber es ist schon eher so, dass da anfängt, so kleine Abstände dazwischen zu haben. Ja. So ein bisschen mehr Luft mittendrin. Dann, wenn da vielleicht was jetzt ins Wirbeln gerät, ist wirklich so, wie es für dich stimmig ist, entweder zum Himmel opfern sozusagen oder an Mutter Erde abgeben. Ich sage auch immer gerne, so wie ins heilige Feuer da ja, anbieten, sozusagen, dass das Göttliche das nimmt, dass die Liebe. Es ist in Ordnung, wenn da gerade viel schwirrt, ja, das darf schwirren, darf viel in Bewegung sein. Aber einfach sozusagen diese ganzen Teilchen da einladen, dass sie aus deinem Feld rausgehen dürfen, in alle Himmelsrichtungen, ja, so. Danke, Mutter Erde, dass du das annimmst von mir. Danke, göttliches Eines, dass du in deiner Gnade das auflöst. Jai Jai Jagadambe, Jai Jai Jagadambe, Jai Jai Jagadambe, Jai Jai Jagadambe Ma Bema, Jai Jai Jagadambe, Jai Jai Jagadambe, Jai Jai Jagadambe, Jagadambe Ma Kali Ma, Kali Ma, Jai Jai Jagadambe, Jai Jai Jagadambe, Jai Jai Jagadambe, Jagadambe Ma, Mata Kali, Mata Kali. Jai Jai Mata Durga, Jai Jai Jagadambe, Jai Jai Mata Kali Ma, Kali Ma, Jai Jai Ama, Jai Ich nehme da jetzt was Pulsierendes wahr, also wie wenn also das Feuer in uns, ja, wo wir brennen für das Erwachen, für die Liebe. Ich möchte euch einladen, da wirklich hinzuspüren. Ja? Also so nah, wie du dich da gerade heute an das Feuer ranbegeben magst, ist total in Ordnung. Aber einfach sozusagen in die Richtung würde ich gerne zeigen, zu diesem Pulsieren, zu diesem... Es hat auch was ganz Lebendiges, Vibrierendes eben. Es kann auch, je nachdem, vielleicht auch Angst hochbringen, wenn man da auch in diese Richtung schaut. Ist auch in Ordnung und willkommen, wenn da was hochkommen sollte. Genau, und einfach, ja, wo diese Flamme brennt, dieser göttliche Funken von dir, da einfach zum Beispiel dich da wie ans Lagerfeuer in die Nähe setzen oder vielleicht magst du dich sogar noch ein Stückchen näher ransetzen oder dich sogar richtig in diese Flamme setzen, genauso wie es für dich stimmig ist, ja? Und wie es für dich aushaltbar ist. Ja? Also ganz liebevoll mit dir sein. Das nur weil es schnell gehen soll, geht es dann auch gar nicht schneller. Ja? Das ist dann genau andersrum oft, ja? Dass man, wenn man es ganz schnell machen will, dann ist es vielleicht zu gepresst. Ja? Also ganz sanft dahin spüren. Vielleicht eben so, wie wenn man mit einer Zehenspitze in ein Schwimmbecken reintasten würde, so wie ist denn das Wasser da eigentlich? Ja? Ja, das ist eigentlich ganz angenehm und dann macht man den Fuß vielleicht noch ein bisschen mehr rein und so ganz langsam da dich hineintasten in dieses heilige Feuer. Mata, 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 Mata Kalima. Jai Jai Jaya Kali, Jai Ma. Jai Jai Jaya Kali, Jai Ma. Jai Ma. Jai. Jai 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 Mata, Mata Kali, Mata, Mata Durge, Durge Ma. Hier ist bei mir heute wieder der Impuls aufzustehen. Wenn ihr das mitmachen möchtet, könnt ihr das gerne machen, müsst aber nicht. Genau, durch das Aufstehen, finde ich, kommt wieder auch so ein bisschen Körperbewusstsein hier in den Körper, was ich ganz wichtig eben finde beim Erwachen und dann auch das Verkörpern nachher. Und selbst wenn ich nachher sage, das ist ja bei jedem auch unterschiedlich, in meiner eigenen Erfahrung konnte ich erst erwachen, nachdem ich auch wieder mehr in den Körper gekommen bin, so richtig. Also das mentale Erwachen war vielleicht schon da, oder was heißt vielleicht, es war schon da, aber sozusagen ins Herz auch reinzukommen, um das volle Herzerwachen auch da zu haben, das ging bei mir erst, wo ich auch wieder aus diesen Sphären hier in den Körper gekommen bin. Deshalb ist mir das so wichtig, dass man auch wirklich den Körper mitnimmt, ja, als Ausdrucksform, die wir hier haben. Und da wirklich spürt, was braucht denn mein Körper gerade? Will der sich vielleicht leicht bewegen? Oder wie gesagt, auch wenn jemand sich zwischendurch dann wieder setzen möchte, ist alles willkommen, ja? Genauso schauen, was für dich stimmig ist. Um wirklich dann auch, ja dann, wenn dieses schöne Festival dann auch irgendwann heute Nachmittag zu Ende geht, es wirklich in die Welt hinaustragen zu können, auch was wir hier Schönes für uns in unserem Innern entdeckt haben und das dann mit der Welt teilen zu können. Das können andere Menschen sein, das können auch einfach die Haustiere sein, zu denen man zurückkehrt, das können die Pflanzen des Gartens sein, alles, alles. Genau, und also beim Erden, für jeden ist das auch bestimmt anders, aber ich finde da auch gerade eben die Füße und das Becken sehr wichtig, dass man da so sich verankert, ja, in die Erde. Also das hat da nichts Starres, ja, also es hat schon so was Baummäßiges, aber so ein beweglicher Baum, würde ich mal sagen, ja, dass der sich auch ja von Ort zu Ort bewegen darf, aber hat eben auch dieses Hier bin ich, dieses so wirklich Verankerte. Ja, und mir gefällt das Bild eben ganz gut, wirklich auch in jede Zelle von uns, da so eine liebevolle E-Mail hineinzuschicken. So, hallo, hier bin ich, dass ich bin. Hier bin ich, göttliches Bewusstsein in Form, in jeder Zelle. Das wirklich reinzulassen. Wir können auch manchmal noch so alte Glaubenssätze vielleicht auch rausblubbern und dann verschwinden so dieses, wenn ich jetzt sage, ich bin das Göttliche in der Form, dann ist das frevelhaft oder solche Sachen. Ja, das ist total in Ordnung, wenn das so kurz auftaucht im Bewusstsein und dann darf es aber auch gehen, darf sich verabschieden. Das darf jetzt sein auf dieser Erde, dass das Göttliche wirklich auch in der Form erkannt ist. Auch im Tanz der Shakti. Shiva, 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 Shiva Shambho, Shiva Shambho. Shiva, 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 Shambho, Shambho Mahadev, Shambho, Shiva, Shambho, Shambho Mahadev, Shiva. Shiva, 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 Shiva Shakti, Shiva Shakti, Shiva Kali, Parvati Ma, Shiva Shakti, Shiva Kali, Shiva Sati Ma, Shiva, Shiva Shambho, Shiva, Shiva Shambho, Shambho, Shiva, Shiva. Das Bewusstsein wirklich richtig auch bis in die Beine, bis in die Fußspitzen einladen. Es ist so richtig ganz durchs Becken durch, ganz durchkommt. Und wenn vielleicht irgendwo auch was eng ist, dann gerne da die Hände hin oder noch was dehnen. Dass dann wirklich das überall, in jeder Zelle da sein darf. Da kommt dann auch so eine freudige Leichtigkeit und Lebendigkeit dann hier in den Raum, so ein, ich darf, ich darf, ich darf das, ich darf sein, ich darf auch in dieser menschlichen Form vollends verkörpern und sein. mit allem, was das so mit sich bringt. Und gerne nochmal eben, wie gesagt, wo irgendwas eng ist, entweder was sich bewegen oder auch nochmal bewusstseinsmäßig da nochmal so eine zweite E-Mail-Welle hinschicken, dass da das wirklich alles belebt sein darf, alles. Und in diesem belebten Körper dann im Herzen verankert ist. Dass sozusagen das dann, damit es auch wieder leichter ist, das zu behalten sozusagen, dass es dann sich nicht, vielleicht nach dem Satz sagen dann wieder, also weggehen tut es ja eh nicht, aber dass es sozusagen nicht mehr im Bewusstsein ist, ja, dass nochmal so extra zum Herz hin, vielleicht, wenn du magst, die Hände auch aufs Herz, muss aber auch nicht sein. So nochmal verankern, so hey, das speichere ich jetzt hier sozusagen als, nicht als Erinnerung, wo ich dann mich an eine Vergangenheit zurückerinnere, ja, sondern diese lebendige Freude, da speichere ich mir nur, dass die im Herzen eben ist, dass ich da einfach nur mal kurz hin fühlen brauche, falls ich es gerade ein bisschen wieder verloren habe. Ah, da war es ja. Genau. Genau, da war es. Namaste. Vielen Dank fürs Hiersein mit mir.